Eine Frage werde ich so oft gefragt wie diese. Jeden Samstag nach 8 Uhr auf Radio Niederösterreich. Und das ist, finde ich, einfach eine ganz tolle Sache. Es ist 12 Uhr. Sie hören die Glocken der Domkirche von Brixen in Südtirol. Der erste Dom von Brixen in Südtirol entstand vor mehr als 1000 Jahren. Der Dom in seiner heutigen Gestalt gehört zu den bedeutendsten barocken Kirchenbauten des alten Österreich. Die Bischofskirche des traditionsreichen Brixener Bistums ist seit einigen Jahren auch Kathedrale der Diözese Bozen-Brixen. Großartige Fresken des Pustertaler Meisters Paul Troger schmücken den Innenraum. Im Hauptschiff hat er die Anbetung des Lamms gemalt und im Chorraum die Aufnahme Mariens in den Himmel. Diesem Gedächtnis ist der Dom geweiht. Auch das Hochaltarbild von Michelangelo Unterberger weist darauf hin. Mit Radio Niederösterreich. Am besten informiert. Niederösterreich-Journal. Bei rund einem Drittel der Menschen hat sich durch Corona das Einkommen verringert. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt ein